Hallo Freunde dort in realistischen Landschaft. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Elektronik-Basteleien-Video. Ich habe jetzt hier den Anfang für das Video schon zum dritten oder vierten Mal aufgenommen, weil ich jedes Mal anfange zu erzählen und dann wird das Video am Ende schon zum Start 3 oder 4 Minuten lang. Das will ja kein Mensch. Darum hier ganz kurz und knapp. In diesem Video geht es darum, wie man denn selber ein Sidepanel oder Joystick oder Gangschaltung oder Lenkrad, jedes erdenkliche Eingabegerät für den Landwirtschaftssimulator oder jedes erdenkliche andere Spiel bauen kann mit Hilfe dieses kleinen Arduinos. Das Video wird zwar eine Art Anleitung, aber wer mich kennt, weiß, dass das mit den Anleitungen bei mir nicht so ganz so ideal klappt. Also ich kann hier nicht in 5 Minuten alle wichtigen Informationen kurz und knapp zusammenpacken. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen durcheinander. Ich versuche, werde trotzdem mein Bestes geben. Aber zum Thema Arduino generell und auch im Speziellen, was jetzt hier Taster, Schalter und so weiter angeht, gibt es im Grunde genug Anleitungen im Internet. Wenn ihr euch also wirklich sowas selber bauen wollt, dann würde ich euch nur empfehlen, auch mal ein paar andere Videos anzugucken. Ich werde hier deswegen auch manche Details einfach ein bisschen überspringen. Das hier ist so nur so eine Übersicht quasi, um das Ganze mal zu sehen, was man denn ungefähr dafür braucht. Und wer denn da wirklich Interesse dran hat und sich sowas selber bauen möchte, der kann sich dann ja noch tiefergehend informieren, indem er andere Videos oder Anleitungen anguckt. Wie gesagt, zum Thema Arduino ist das Internet voll mit Anleitungen, da gibt es wirklich vieles und es ist auch nicht schwer, da reinzukommen. So, wofür kann man das Ganze denn verwenden? Im Grunde haben wir erstmal zweierlei Dinge hier liegen. Wir haben hier einen Taster. Der Taster, wenn ich drauf drücke, geht an, wenn ich wieder runter gehe, geht aus. Im Grunde ist das ja nichts anderes, als wir haben hier diese zwei Kontakte, ne, dieses Kabel und dieses Kabel. Und wenn ich hier drauf drücke, dann wird dieser Kontakt geschlossen, der Stromkreis wird also geschlossen. Wenn ich loslasse, wird es wieder aufgemacht. An so einem Taster sind immer drei Kontakte, wenn man ganz genau dran guckt. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera sehen könnt, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, könnt ihr das lesen, keine Ahnung. Jedenfalls steht da NO und NC dran. NO steht für Normally Open, NC für Normally Closed. Das heißt, wenn ich den hier anschließe, wo jetzt das Kabel dran ist, dann ist der Stromkreis geöffnet, wenn der Taster nicht gedrückt ist und geschlossen, wenn ich drücke. Wenn ich dieses Kabel hier bei Normally Closed anschließen würde, dann wäre der Stromkreis jetzt geschlossen und würde sich öffnen, sobald ich drauf drücke. Soviel zum Thema Taster, das ist im Grunde bei allen Tastern gleich. Es gibt auch welche, die haben nur zwei Anschlüsse, da kann man dann eben nur den Stromkreis schließen. Es gibt auch ganz spezielle, die kann man den Stromkreis nur öffnen, aber ganz, ganz selten. Aber alle gängigen Taster sind im Grunde so mit drei Stromkreisen gemacht. Das ist jetzt hier so ein Mikrotaster, ne? Der ist jetzt nicht optisch schön oder sowas, der hat hier einfach nur so ein Metallblättchen oben drauf. Der wird jetzt zum Beispiel verwendet, in meinem Fall an meiner Gangschaltung, kommt er dann hier, na, könnt ihr das sehen, jawohl, hier so vorne dran und mein Finger wäre jetzt praktisch der Schalthebel und wenn ich den Gang einlege, dann drückt er da drauf. Kann man natürlich auch für andere Zwecke verwenden, wo irgendwas hier gegendrückt, irgendein Hebel oder irgendwas. Wenn man jetzt ein Sidepanel sich bauen möchte mit richtigen Knöpfen und Schaltern und so weiter, dann empfiehlt es sich natürlich was optisches, schönes, optisch ansprechendes zu nehmen und nicht hier so ein Tasterchen. Ist ja logisch, aber das Prinzip ist immer dasselbe, deswegen ist es gerade egal, was ich verwende. Hier auf dieser Seite haben wir einen Schalter, das Prinzip ist dasselbe. Wir haben auch hier drei Anschlüsse, wobei hier, glaube ich, einer nur fürs Licht ist, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, Schalter gedrückt, Stromkreis geschlossen, Schalter auf der anderen Seite gedrückt, Stromkreis geöffnet. Das ist im Grunde dasselbe Prinzip wie ein Taster, nur dass eben nicht von alleine wieder zurückgeht. Ne? Soweit eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, auch wenn man von Elektronik keine Ahnung hat. Und wie gesagt, das Einzige, was wir hier machen, ist einen Stromkreis schließen und dann wird das Ganze an diesen Arduino angeschlossen und wenn der Stromkreis geschlossen ist, erkennt das der Arduino und sendet ein Signal, dass wir eben einprogrammieren, ne, irgendeine Taste, irgendeinen Button, irgendwas an den Computer. Mehr ist zu diesem ganzen Ding eigentlich nicht. Man kann natürlich auch Potentiometer und andere Sachen anschließen für einen Joystick oder für Pedale oder eben für das Lenkrad. Darauf werde ich aber in diesem Video nicht eingehen, da werde ich vielleicht noch ein extra kleines Video dazu machen. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt hier nochmal ein kleines bisschen Papier und ein kleines bisschen Theorie. Ich könnte das natürlich auch jetzt direkt am Computer gehen und zeigen. Sorry, wenn der Fokus mal aus dem Fokus geht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich glaube, wir schaffen das trotzdem. Außerdem möchte ich mich dafür entschuldigen, dass meine Stimme noch ein bisschen kratzig ist und vielleicht sogar verschwindet. Ich habe so ein komisches Kratzen im Hals seit gestern. Ich weiß nicht so recht. Ich werde das trotzdem mal dieses Video aufnehmen und hoffe dann, dass im Anschluss auch noch genug Stimme übrig ist für eine Let's Play-Folge. Ansonsten kriegt ihr am Sonntag leider kein Let's Play. Aber, ja. Wie gesagt, wenn meine Stimme mal ein bisschen weggeht, dann liegt das wohl daran. So, es ist das Fokus wieder raus. Ungeachtet dieses Arduinos und der Anschlüsse daran, dazu kommen wir gleich noch, haben wir im Grunde
zwei Dinge zu beachten. Ne? Wir haben hier für einen Schalter haben wir immer zwei Anschlüsse. Ich beschrifte die jetzt bewusst nicht. Dann haben wir hier unseren Schalter oder Taster. So, machen wir mal hier so einen Schalter draus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und wenn ich den Schalter zu mache, dann wird der Stromkreis geschlossen. So, es gibt grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten, das am Arduino anzuschließen. Die eine Möglichkeit wäre, dass wir jetzt zum Beispiel hier unten haben wir Plus, ne? In diesem Fall plus 5 Volt. Dieser Arduino läuft auf 5 Volt und wenn ich jetzt hier ganz dran zoome, dann kann es sein, ihr könnt das lesen. Nein, ihr könnt es glaube ich nicht lesen. Ich muss aber erstmal gucken, wo ist denn 5 Volt? Wo ist es? Hier bei VCC ist 5 Volt. Hier wo meine Taste ist, VCC ist 5 Volt. An dieser Taste liegt, an diesem Lötpunkt liegen 5 Volt an. Dann können wir das anschließen. Dann schließen wir hier das zum Beispiel an D1 an. D1 ist einfach hier dieser erste Input. Oder machen wir D2 draus. D1 verwendet man normalerweise nicht wegen der seriellen Kommunikation. D2, das wäre hier dieser. Ne? Da seht ihr, da steht eine 2 drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr das sehen? Und wenn ich diese Taste jetzt hier schließe, dann liegen eben 5 Volt an D2 an. Und wenn ich die Taste öffne, dann liegen keine 5 Volt an. So, das große Problem ist aber, wenn wir das auf diese Art und Weise machen, wenn ich das hier öffne und hier nichts angeschlossen ist an D2, dann nennt man das Floating, also schwebend, der Pin ist schwebend. Und normalerweise würde das bedeuten, dass hier haben wir 0 Volt, also hier liegt keine Spannung an. Aber das Problem ist natürlich, dass wir hier in so einem Mikrocontroller alles sehr eng beieinander ist. Und natürlich haben wir auch Elektronik drumherum. Das heißt, es ist immer ein bisschen elektromagnetisches, wie nennt man das jetzt? Keine Ahnung, jedenfalls gibt es Smog, quasi Elektrosmog sozusagen. Auf jeden Fall kann er quasi ein bisschen Spannung von umliegenden Pins aufnehmen oder auch Phantomspannung, dass er quasi der Arduino mal meint, er hätte eine Spannung, obwohl es keine ist und dann manchmal quasi der Arduino denkt, okay, da liegen jetzt 5 Volt an und hier triggert, obwohl es eben nicht ist. Um das zu verhindern, macht man einen sogenannten Pulldown-Widerstand. Da macht man einfach so einen Widerstand hier dran, so, und der geht jetzt hier zu GND, was für Masse steht. So, was macht dieser Pulldown-Widerstand? Das ist ein ziemlich großer Widerstand, sagen wir 10 K-Ohm, also 10 Kilo-Ohm. Und der zieht praktisch diesen Pin auf Masse runter, das heißt, hier kann keine Spannung anliegen, weil die sofort hier auf Masse abfließen würde. Auf diese Art und Weise ist hier definitiv 0 Volt. Wenn wir jetzt aber hier diesen Stromkreis schließen, ne, der Strom, der sucht sich immer den leichteren Weg, das heißt, es fließen eben, der Strom geht ja natürlich, ja gut, es fließt auch hier Strom, aber da gehen wir jetzt nicht rein, das ist alles viel zu kompliziert. Jedenfalls, wenn wir jetzt das schließen, dann liegen hier 5 Volt an, ne, weil über diesen 10 Kilo Ohm nur ganz wenig Strom abfließt. Und wenn wir eben das öffnen, dann liegen definitiv 0 Volt an. So, wir wollen das hier aber nicht. Wir wollen hier nicht einen extra 10 Kilo Ohm Widerstand für jeden Schalter in unserer Schaltung haben. In meiner alten Gangschaltung hatte ich das und das ist natürlich, ne, haben wir lauter extra Widerstände. Viel zu viel Arbeit, sind natürlich auch Kosten, wobei so ein Widerstand kostet natürlich nur ein paar Cent, braucht dann auch die Platine und so weiter. Das wollen wir nicht. Deswegen kommen wir jetzt hier gleich mal ein bisschen weiter runter. Jetzt muss ich nur mal wieder gucken, wo hört es denn auf hier ungefähr. Kommen wir jetzt mal hier zu unserer zweiten Variante. Wir haben hier wieder so unseren Schalter bzw. Taster. So, na, alles ganz schön hässlich, aber egal. Und wenn wir den schließen und öffnen, dann alles gleich wie oben. Jetzt machen wir aber was ganz anderes. Wir machen hier GND. Wir schließen den hier bei Masse an. So, was bringt das jetzt, denkt ihr? Wenn ich jetzt hier den schließe, na, dann haben wir hier Masse, da Masse, dann fließt kein Strom, das sind keine 5 Volt. Wir haben jetzt aber hier diesen Arduino und dieser Arduino hat etwas, das nennt sich Internal Pull-Up. Und das ist im Grunde nichts anderes, als dass hier innen an diesem Anschluss, ne, ist ein kleiner Widerstand, der das Ganze nach 5 Volt hochzieht. Das Prinzip ist im Grunde genau das gleiche wie beim Pull-Down-Widerstand. Ne? Ich kann jetzt auch, das können wir jetzt hier mal ignorieren, lassen wir das mal weg und machen hier, zeichnen wir das hier wie oben. So, machen wir wieder 10 K Ohm. Halt O mit H. Und dann haben wir hier 5 Volt plus. So, was haben wir jetzt? Wenn dieser Schalter offen ist, dann liegen hier an diesem Eingang vom Arduino 5 Volt an. Und ja, soweit erstmal klar. Der Arduino denkt, okay, hier liegen 5 Volt an. Ich bin an quasi, ne, der Knopf ist an. Und wenn ich jetzt hier diesen Taster runterdrücke, dann kann der Strom hier auf Masse abfließen, anstatt über den Arduino. Und es liegen hier 0 Volt an. Das ist im Grunde das gleiche Prinzip wie ein Pull-Down-Widerstand, nur umgekehrt, es ist jetzt ein Pull-Up-Widerstand.
Der Pin wird quasi auf 5 Volt hochgezogen über diesen 10K Ohm Widerstand und sobald ich den Taster schließe, wird der Pin dadurch auf Masse gezogen. Ist alles ein bisschen sehr theoretisch, müsst ihr nicht unbedingt verstehen. Aber so viel dazu und wie gesagt, weil diese Arduino einen internen Pull-Up-Widerstand hat, den man verwenden kann, das muss man im Programm aber spezifizieren, dass man das möchte, dann verwendet der Arduino diesen internen Pull-Up-Widerstand, der quasi hier innen drin ist und dann brauchen wir hier das alles nicht und wir können quasi unseren Taster oder Schalter direkt anschließen. Das heißt, auch wenn es unlogisch ist von einem einer Perspektive, was Stromkreis und so weiter angeht, wenn es unlogisch ist, dass wir einen Schalter an Masse anschließen und die Masse quasi zu unserem Gerät bringen. Ne? Normalerweise funktioniert es eben nicht so rum. Aber deswegen dachte ich, muss ich das noch mal kurz hier mit einbringen, kurz erklären. Deswegen machen wir das so. Das heißt, unser Schalter wird auf Masse angeschlossen und dann auf einen Pin. So, und wenn wir jetzt hier schon dabei sind und das Ganze hier in große Auflösung haben, werde ich hier direkt mal diesen Arduino reinstecken. Und ja, ich möchte noch ganz kurz was zu meinem Steckbrett sagen. Erstmal sind die wunderbar zum... Jetzt habe ich drauf gemacht, Sachen ausprobieren. Zum Zweiten sind die wie folgt aufgebaut. Wir haben hier eine Plusschiene, das ist die äußerste. Wir haben hier eine Minusschiene. Ich nehme hier gerade mal so ein kleines Kabelchen zum Verbinden. Ne? Das hier außen, ihr seht das hoffentlich, das ist die Plusschiene. Das direkt eben ist die Minusschiene und das Ganze haben wir auf dieser Seite auch nochmal. Die muss man natürlich nicht für Plus und Minus verwenden, machen aber oft, weil das ist hier natürlich auch schon vormarkiert. Das heißt, diese ganzen Steckplätze hier auf dieser Schiene, einmal so entlang, sind alle miteinander verbunden. Das heißt, hier diese Plus, der da hier ist, mit dem da hier verbunden, mit dem, ne, und so weiter. Und hier bei der Minusschiene auch. Die sind auf diese Art und Weise miteinander verbunden. So, bei diesen mittleren Knöpfen ist es andersrum. Hier ist immer so eine Reihe miteinander verbunden. Ne? Das hier ist eine Reihe, die miteinander verbunden ist. Das hier ist eine Reihe, die miteinander verbunden ist. Das ist eine Reihe, die miteinander verbunden ist. Das ist eine Reihe, die miteinander verbunden ist. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, aber wie gesagt, zwischen hier und hier ist keine Verbindung, aber zwischen hier und hier, ne, das ist dasselbe Teil. Und wenn wir hier mal unten drunter gucken, ich kann das euch leider nicht zeigen, weil ich habe hier so ein Schaumstoffzeug dran, aber ich ziehe das hier mal ein Stückchen weg. So sieht das unten drunter aus. Da sind hier diese Schienen drin, das heißt immer hier so in diese Richtung, ne, ist verbunden und so rüber ist nicht verbunden und hier oben ist es andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Arduino hier einfach so reinstecke, und das machen wir mal mit ein bisschen Gewalt, dann habe ich quasi diese Pins hier rausgelegt. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel an diesen GND-Pin, ne, das hier ist ein Masse-Pin, was anschließen möchte, dann kann ich das hier einfach anschließen. Und wenn ich jetzt nochmal was habe, was ich an den Masse-Pin anschließen will, dann kann ich das hier auch noch reinstecken. Halt, geh rein. Will jetzt nicht, weil ich nicht hinsehe, dann machen wir das hier. So, und wenn ich nochmal was hätte, dann hätte ich es noch einen frei. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht genug habe, dann kann ich das natürlich einfach hier auf diese Schiene rauslegen. Und jetzt habe ich natürlich unendlich viele quasi Pins für Masse, falls ich das brauche. Soweit die Theorie zum Steckbrett. Wir haben hier also unsere Steckbrücken und natürlich können wir auch diese Dinge direkt einstecken. So, genau das machen wir jetzt auch machen. Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht so wirklich sehe, weil ich meinen Kopf hier nicht reinstecken kann. Aber wir schließen jetzt hier diesen Taster auf der einen Seite an Masse an und auf der anderen Seite werden wir ihn hier auf... wir drehen das Ganze mal rum. So, dann schließen wir es auf dieser Seite an diese Masse an. Am Arduino gibt es mehrere Massen. Die sind alle miteinander verbunden, also ist gerade egal, woher man verwendet, aber das ist gerade praktisch. Und dann schließen wir das hier bei Pin 2 an. So, und verwenden dafür unseren Pin 2. Und dann nehmen wir unseren Schalter hier und den schließen wir ebenfalls mit einem Pin bei der Masse an. Na, wenn es den reingehen will. So, und mit dem anderen bei Pin 3. Das ist also unsere Hardware. Wir haben hier unseren Taster, wir haben unseren Schalter und wir werden uns jetzt zum Bildschirm begeben und die Software angucken. Wir sehen uns gleich am Bildschirm. So, willkommen zurück. Jetzt sind wir auf dem Bildschirm und wir werden jetzt das Programm für den Arduino schreiben. Ich muss dazu sagen, ich nehme dieses Ding hier auch schon wieder das zweite Mal auf. Die letzte Aufnahme gestern hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das alles aufgenommen und war alles wunderbar und am Ende habe ich festgestellt, irgendwas war mit meinen OBS-Einstellungen nicht so ideal und die ganze Aufnahme ist extrem verschwommen. Ich weiß nicht, was da verkehrt gelaufen ist. Jedenfalls ist die Aufnahme absolut unbrauchbar. Deswegen werde ich jetzt auch nicht gleich alles auf einmal aufnehmen, sondern gleich mal nur ein Stückchen und das dann erstmal in Movie Maker reinladen und gucken, ob das überhaupt funktioniert. Was dann gestern auch passiert ist, dass ich irgendwas an dem Code verbockt habe. Ich weiß nicht mehr was. Ich habe erst die Basics erklärt, dann habe ich noch zwei extra Sachen erklärt und dabei habe ich irgendwas verbockt und dann hat gar nichts mehr funktioniert und ich weiß nicht, gestern war einfach nicht mein Tag. Aber heute wird es hoffentlich besser und ja,
das aus dem Weg geräumt. Das ist die Arduino-Umgebung, das Arduino-Programmierprogramm quasi, in dem man die Arduino-Sketche schreibt, wie das eben genannt ist, ein Sketch. Ist im Grunde nichts anderes als einfach ein Programm, ne? Das bekommt ihr auf der Arduino-Webseite, das ist kostenlos. Man kann dort aber spenden und wenn man das öfter benutzt, dann ist das natürlich eine gute Sache, da eine Spende zu hinterlassen. Erst recht, wenn man sich billige Arduino-Klone kauft und nicht die Originale. Auf irgendeine Art und Weise will man dann die Entwickler vielleicht trotzdem unterstützen, weil sie diese wunderbare Plattform zur Verfügung stellen. Was wir jetzt als allererstes machen, ist uns eine sogenannte Library runterladen, zu Deutsch Bibliothek. Wir gucken uns einfach mal an, das hier ist der Link, den mache ich natürlich auch in die Videobeschreibung, die müsst ihr euch runterladen. Wenn wir uns diese Library jetzt mal angucken, zum Beispiel hier unter den Source Code und gucken wir einfach die Joystick-CPP an, was da denn so alles drin steht. Da steht eine ganze Menge Code drin, ne? Das seht ihr, das ist eine ganze Menge und das sieht auch jetzt alles gar nicht so einfach aus, das ist ziemlich kompliziert. Und wenn wir hier die Joystick Edge angucken, na, da stehen dann nochmal einige Sachen drin. Das Gute ist, wir müssen das nicht verstehen. Wir müssen damit gar nichts machen. Das ist das Schöne an der Library. Die beinhaltet jetzt alles, diese Joystick Library beinhaltet alles, was man braucht, um aus dem Arduino einen Game Controller zu machen. Das ist alles da schon vorprogrammiert von diesem M. Hieronymus. Und wie gesagt, wir können das einfach runterladen und bei uns einbinden und können dann einfach auf die Funktionen zugreifen, ohne irgendwas davon zu verstehen. Das ist das Schöne beim Arduino, es gibt für so viele Dinge eine Library, weil es eben ein sehr breit verwendetes Produkt ist und es wirklich so viele Leute aus so vielen Bereichen da irgendwelche Sachen basteln, dass es für fast alles im Grunde schon eine vorgefertigte Library gibt. Ist ja mit meinen Ferngesteuerten genau das gleiche, die funktionieren ja auch über die Arduinos. Dann nutze ich den NRF24 2,4 GHz Transceiver. Und auch dafür gibt es eine Library, da gibt es sogar mehrere Libraries. Und im Grunde, ne, für jedes Modul oder so, jede Sache, gibt es fast schon oft eine Library, die man dann einfach verwenden kann. Und das spart natürlich enorm viel Aufwand und auch Sachen, die man lernen muss. Ne? Weil so muss ich jetzt nicht lernen, was hier alles drin steht, beziehungsweise wo das alles herkommt. So, das gesagt, laden wir uns das hier einfach mal herunter. Und zwar gehen wir wieder auf die Hauptseite von diesem Teil und laden uns das Ganze einfach mal als Zip herunter. Und wenn wir das uns heruntergeladen haben, machen wir das mal auf und hier drin ist diese Joystick-Datei. Diesen Joystick-Ordner, den kopieren wir uns einfach mal und dann fügen wir den einfach ein hier bei Dokumente, Arduino Libraries. Wie ihr seht, da habe ich den jetzt schon eingefügt, diesen Joystick. Dann starten wir unsere Arduino-Entwicklungsumgebung neu und wenn wir das gemacht haben, sollte hier unter den Beispielen ganz unten diese Joystick-Library auftauchen. Hier haben wir jetzt einige Joystick-Beispiele, wir können uns mal für diesen Joystick-Button-Beispiel-Code mal aufmachen. Das ist, wie gesagt, ein Beispielcode, um eben zu sehen, wie man die Funktion eventuell nutzen könnte. Das ist schon ganz interessant. Hier oben wird die Joystick-Library in diesen Code mit eingebunden. Hier haben wir unsere Setup-Routine, die einmal aufgerufen wird, wenn der Arduino startet. Hier unten haben wir unsere Loop-Routine, die im Loop, also im laufenden Band, ne, also ständig aufgerufen wird, wenn der Arduino an ist. Das heißt, wenn sie unten angekommen ist, fängt sie hier wieder an und läuft das ständig durch. Und hier in der Mitte haben wir noch unsere Variablen definiert. Das ist uns jetzt aber alles viel zu kompliziert. Wir machen das sogar noch einfacher für den Anfang. Und dazu fangen wir jetzt einfach mal nochmal einen neuen Sketch an. Und den Arduino Joystick Button Sketch, den packe ich hier mal auf den anderen Screen, dass ich das noch als Referenz da habe. Weil so ganz alles auswendig weiß ich natürlich auch nicht. Was ganz vorneweg zu sagen wäre, das hier ist Programmiersprache C, mehr oder weniger ein bisschen umgeändert für Arduino. Es ist aber absolut einfach. Wenn man schon mit irgendwas programmiert hat, ist es gar kein Problem damit klarzukommen. Und wenn man noch nie programmiert hat, dann sollte man vielleicht ein bisschen ein paar Videos dazu angucken. Es gibt, wie gesagt, zu Arduino eine ganze Menge Anleitungen im Internet. Und da sollte man dann sich vielleicht ein paar Basic-Videos angucken, bevor man da mit so einem Projekt wie einer Seitenkontrolle oder sowas anfängt. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar als allererstes machen wir hier uns include und machen die Joystick-Library dabei. Und ich schreibe hier jetzt mal include ohne D. So, joystick.edge. Dass unser Programm weiß, dass wir die Joystick Library verwenden wollen. So, was machen wir in unsere Setup-Routine rein? In unsere Setup-Routine müssen wir jetzt das reinmachen, was ich vorhin gemeint habe. Und zwar müssen wir jetzt definieren, dass wir einen internen Pull-Up haben möchten. Und zwar schreiben wir jetzt einfach rein Pin-Mode und dann den Pin, den wir verwenden. Wir verwenden ja 2 und 3, also 2 und dann Input Pull-Up. Diese Zeile macht praktisch diesen, nachdenken, dann reden. Diese Funktion setzt praktisch diesen Input-Pin in eben diesen Input-Pull-Up-Modus, sodass dieser Pull-Up-Widerstand verwendet wird.
Das Ganze kopieren wir uns jetzt und machen das Ganze natürlich nochmal für den Anschluss 3, weil wir den Anschluss 2 und den Anschluss 3 haben. Na, das Prinzip ist immer das gleiche, wenn ihr jetzt hier alle Anschlüsse belegt. Der Arduino Pro Micro hat, glaube ich, 14 digitale Anschlüsse und 4 oder 6 analoge Anschlüsse, die man auch als digitale verwenden kann. Also maximal 14 analoge und 6 Achsen oder eben dann 20 Anschlüsse oder 18, bin mir nicht sicher. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Dann könnt ihr das natürlich da alle einzeln auflisten. So, was mache ich? Ich schreibe hier einen Kommentar hin. Wenn ich hier so jetzt zwei Schrägstriche mache, dann ist das Kommentar. Hier steht ein Kommentar. Halt, Kommentar schreibt mal groß. Und der Kommentar ist im Grunde nur, dass ihr euch darin zurechtfindet oder jemand anderes, der dann das Skript mal anguckt. Sprich, das wird vom Arduino nicht beachtet. Das ist einfach nur, dass ihr was reinschreiben könnt. Und ich kann jetzt ja hier hinschreiben. Normalerweise, ach, wir können das auch gleich mal speichern hier, das ist sowieso nicht schlecht. Normalerweise im Englisch, ja, tut mir leid, Leute, ich bin irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Ich will das eigentlich jetzt auch gar nicht aufnehmen. Mich hat das so geärgert, dass das beim letzten Mal nicht geklappt hat. Aber jetzt habe ich das Video schon angefangen und ich habe es euch auch versprochen, dass ich da mal ein Basic-Video dazu mache. Deswegen muss ich das jetzt auch durchziehen. So, normalerweise im Programmieren generell Englisch, Variablennamen Englisch, Kommentare Englisch. Weil einfach ne, die Community im Allgemeinen Englisch ist, beziehungsweise eben aus so vielen verschiedenen Ländern ist und die meisten können Englisch und dann kann man sich irgendwie verständigen, deswegen verwendet man in der Programmierung generell eigentlich Englisch. Aber ich mache das jetzt für das Tutorial auf Deutsch, normalerweise mache ich auch alle Kommentare und so weiter in Englisch rein. Aber weil das ganze Tutorial ja auf Deutsch ist und dass ihr das auch auf den ersten Blick gleich sehen könnt, was hier was ist, denke ich mal, ist das mit Deutsch für den Anfang gar nicht schlecht. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist diesen Joystick erstmal aktivieren. Und zwar machen wir jetzt einfach hier joystick.begin. Und diese Funktion startet quasi diese Joystick Library, sodass die läuft und wir den Joystick hier aktiviert haben. Und damit wird dann quasi an den PC gesendet, okay, ich bin jetzt hier ein Game Controller, hallo Windows, ich melde mich jetzt hier an, na, der ganze USB-Kram, von dem ich keine Ahnung habe, was aber die Joystick Library zum Glück für uns erledigt. Damit wären wir hier in unserem Setup schon fertig. Jetzt können wir hier noch zwei Variablen definieren. Und zwar definieren wir jetzt einfach mal zwei Variablen, die den Zustand beinhalten, wie unser PIN gerade ist. Und zwar machen wir einfach int. Wir können hier auch Boolean nehmen, ich nehme hier int, okay, wir können auch Boolean nehmen. Was ist der Unterschied? Boolean ist true oder false und int ist eine Ganzzahl von 0 bis, ich weiß es nicht, wie es beim Arduino ist, 6, 5, 5, 4, irgendwas. Jedenfalls, wir nehmen hier einfach mal int für das Tutorial. Aber in diesem Fall wäre Boolean besser, weil es eben nur zwei Werte annehmen kann, also an oder aus. Und deswegen ist True-False besser als Int, weil die Int-Variable natürlich viel größer ist, viel mehr Speicherplatz so braucht. Und wenn man jetzt ein komplexes Programm schreibt, dann muss man sehr darauf achten, dass man genau die Variablen-Typen verwendet, die man braucht und keine größeren. In unserem Fall mit so einem kleinen Game-Controller verwenden wir weitaus weniger Programmspeicher, als der Arduino hat. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Deswegen mache ich das einfach mal mit Int. Mache ich einfach so. Kein bestimmter Grund. So, und da schreiben wir jetzt einfach mal Taster A und 0. 0 aus 1 an. So. Dann machen wir noch int Schalter A und ebenfalls 0. Das Prinzip ist das gleiche. So, damit hätten wir schon ganz viel definiert. Jetzt kommen wir hier zu unserem Loop, der quasi ständig durchläuft und was wir jetzt machen müssen, ist bei jedem Durchlauf überprüfen, ob jetzt dieser Taster gedrückt ist oder ob der Schalter an oder aus ist. Das machen wir ganz einfach. Wir schreiben hier einfach Digital Read und dann den PIN, in diesem Fall 2. Und das war's schon. Was macht diese Funktion jetzt? Die Digital Read Funktion, Digital, also digital 01, ne, liest an diesem PIN 2, ob da jetzt Spannung anliegt oder nicht. Also ob der PIN an ist oder aus. Wenn da jetzt eine Spannung über 2,5 Volt anliegt, also an digital, dann gibt die Funktion ein True bzw. eine 1 zurück. Und wenn da eben unter 2,5 Volt anliegt, also 0 digital, dann gibt das eben eine 0 bzw. False zurück. So, dass diese Funktion das irgendwo hingeben muss, müssen wir natürlich das hier in die Variable packen. Dafür schreiben wir jetzt einfach hier Taste A ist gleich so. Und dann macht das Ganze natürlich hier diese Funktion, die jetzt eben 0 oder 1 zurückgibt, je nachdem, ob wir unseren Taster gedrückt haben. Wird hier die 0 oder 1 in die Taster A-Variable gepackt.
So, das Ganze machen wir jetzt noch für unseren Schalter A. Schalter A, genau das gleiche. Und wie gesagt, das Prinzip ist immer das gleiche, ob ihr jetzt hier zwei Taster habt oder 10, muss man im Grunde nur den Code kopieren und entsprechend den Namen anpassen. So, damit hätten wir schon mal einen ganz großen Teil abgeschlossen. Damit haben wir jetzt unsere Pull-Up-Widerstände aktiviert. Damit haben wir den Joystick aktiviert, sodass sich der Game Controller bei Windows anmeldet. Wir haben unsere Variablen und wir fragen jetzt schon mal ab, ob wir die Taste oder den Schalter an- oder aus haben. Jetzt müssen wir natürlich nur noch das allerletzte machen, und zwar diese beiden Werte an den Computer senden. Wir wollen ja, dass der Computer beim Game Controller, wenn wir die Taste drücken oder den Schalter an- oder ausschalten, eben beim Game Controller der Button an- oder ausgeht. Auch das ist ganz einfach, wie gesagt, es ist ja alles in der Library drin. Wir müssen ja nichts machen. Das Schöne ist, wir schreiben jetzt einfach nur Joystick, Set Button und zum Beispiel 1 und dann Taster A. So, was machen wir jetzt hier? Joystick greift erstmal hier auf diese Joystick Library zu, Joystick Punkt. Dann Set Button ist diese Funktion innerhalb der Joystick Library, die den Status eines Buttons an den Computer sendet, also an oder aus. Hier haben wir diesen Index für diesen Button, in diesem Fall machen wir 1. Wir senden also an den Button 1 den Status von Taster A. Taster A ist eben entweder an oder aus, also 0 oder 1, je nachdem, ob wir hier die Taste gedrückt haben. Und wie gesagt, das laden wir hier an dieser Stelle in diese Variable rein. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt natürlich und machen das noch für, keine Ahnung, den Button 12 und machen hier ein Schalter A draus. So. Was wir jetzt als allerletztes noch machen, ist, wir machen hier ein kleines Delay rein. Ein Delay von 50 Millisekunden. Ich weiß nicht, ob das wirklich gebraucht wird, aber dieses Delay ist in den Beispielcodes auch immer drin. Und das sorgt eben dafür, dass hier der Programmcode durchläuft, dann wartet er 50 Millisekunden und läuft erst dann wieder durch. So, dass quasi der PC nicht mit Befehlen zugespammt wird, ne, dass der USB-Game-Controller nicht ständig sendet, sondern eben nur alle 50 Millisekunden einen Befehl an den PC sendet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich gebraucht wird oder was passiert, wenn man das weglässt, aber es ist überall mit drin, deswegen mache ich das auch mit rein. Was ich jetzt hier noch sagen möchte, ist hier, diese Indexe in der digitalen Welt, im Programmieren und so weiter, läuft ganz vieles nicht in einer Zählweise von 1 bis x, sondern von 0 bis x. Das bedeutet, 1 ist in diesem Fall unser Button 2 und 12 ist unser Button 13. Wenn wir den Button 1 belegen wollen, müssen wir eine 0 reinschreiben. Ne? Genauso wie beim LS bei den Indexen, es fängt bei 0 an, nicht bei 1. Das nur hier nochmal zur Info. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier alles komplett. Das hier ist aller Code, den wir brauchen, dass der PC einen Game Controller über den Arduino erkennt und wir eine Taste drücken können oder einen Schalter an- und ausschalten können. Es gibt jetzt zwar noch ein, zwei Probleme mit diesem Code, unter Umständen, so wie es hier ist, funktioniert es erstmal. Aber es gibt noch ein paar Feinheiten, die man machen könnte, aber darüber reden wir jetzt nicht. Das machen wir vielleicht in einer extra Episode noch. So wie es hier steht, funktioniert es. Und das werde ich euch jetzt natürlich zeigen. Ich werde jetzt den Arduino anschließen und wir melden uns dann wieder. So, da sind wir wieder. Der Arduino ist jetzt angeschlossen. Jetzt klicken wir oben auf Werkzeuge und dann hier auf Board. Bei euch steht da wahrscheinlich hier Uno, weil nichts ausgewählt ist. Und hier bei Port steht vielleicht COM1. So ist das normalerweise, wenn man das Programm das erstmal öffnet. So, wir gehen dann natürlich hier auf Board und wählen den Arduino aus, den wir haben. Wir haben in unserem Fall einen Leonardo bzw. einen Pro Micro, was eine kleine Leonardo-Kopie ist. Da es hier keinen Pro Micro gibt, verwenden wir den Leonardo, weil wie gesagt, die Elektronik drauf ist das gleiche, nur eben im Kleinformat. Dann gehen wir wieder auf Werkzeuge und wählen unseren COM-Port aus. Das ist der Port, an dem der Arduino angeschlossen ist. In meinem Fall ist das im Moment COM9, da steht auch in den Klammern Arduino Leonardo dran. Wählen wir den aus und jetzt weiß das Programm, an welchem USB-Anschluss der Arduino hängt, wo es das hochladen muss. So, nachdem wir diese beiden Sachen jetzt eingestellt haben, müssen wir nichts weitermachen, außer hier auf diesen Hochladen-Button klicken. Dann wird der Sketch kompiliert. Hoffentlich schmeißt er uns keine Fehler raus. Wenn jetzt irgendwas falsch ist in diesem ganzen Ding, dann schmeißt er uns hier einen Fehler raus. Aber so wie es scheint, yep, er lädt es hoch. Da blinkt der Arduino für einen Moment und jetzt sagt er hier Hochladen abgeschlossen. Jetzt ist das Programm tatsächlich auf dem Arduino. Und dass das Ganze funktioniert, möchte ich euch jetzt natürlich auch beweisen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Geräte und Drucker. Einstellung. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Beim letzten Mal war genau an diesem Punkt, wo das Video gesponnen hat und dass hier alles riesengroß war. Ich hoffe, es passt diesmal. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier diesen Arduino Leonardo gelistet als Game Controller. Wenn wir jetzt hier rechts draufklicken, haben wir Game Controller Einstellungen und dann ist er tatsächlich gelistet. Bei mir ist er jetzt als Ad Tracker gelistet, weil ich weiß auch nicht warum. Seitdem ich einmal hier einen Ad Tracker dran hatte, wurde jeder Arduino hier in dieser Liste als Ad Tracker gelistet. Bei euch steht dann aber auch nur hier Arduino Leonardo. Der Name tut aber dem Ganzen keinen Einfluss, das Ganze nicht, ist jetzt ganz egal. Wie gesagt, bei euch steht hier dann auch Arduino Leonardo, bei mir steht jetzt aus irgendeinem Grund einfach Ad Tracker. Ist aber egal, wenn ich jetzt hier auf Eigenschaften draufklicke, dann haben wir hier unseren
Head-Tracker, beziehungsweise bei euch steht ein Arduino und das ist unser Game-Controller. Wie ihr seht, die Achsen sind alle hier, an denen passiert natürlich nichts. Wir wollen hier auf die Buttons achten. Wir haben jetzt hier den Button 2. Button 2 ist ja hier dieser Button 1, wie ich gesagt habe, und wir haben den Button 13, was hier Button 12 ist. So, warum ist Button 2 jetzt an? Ich werde jetzt mal diesen Taster drücken, den wir bei Button 2 haben. Und jetzt geht er aus. Ich hoffe, ihr könnt das Klicken hören im Hintergrund. Soweit, so mal, so gut. Jetzt schalte ich mal den Schalter an. Soweit, auch so gut. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Im Moment ist der Schalter angeschaltet. Jetzt ist der Schalter aus. Im Moment ist der Button nicht gedrückt. Jetzt drücke ich ihn. Was ist hier verkehrt gelaufen? So, ich werde es euch natürlich zeigen, was hier verkehrt gelaufen ist. Das ist ein ganz einfacher Denkfehler. Und zwar verwenden wir ja diesen Input Pull-Up. Das bedeutet, dass der Input generell 5 Volt ist, also an. Und wenn wir den Schalter anschalten oder den Taster drücken, dann wird das Ganze ja auf Masse kurz geschlossen und damit ausgemacht. Das heißt, was wir hier von dieser Digital Read Funktion bekommen, ist genau invertiert. Wir bekommen hier ein 1 zurück, wenn der Schalter offen ist oder die Taste nicht gedrückt ist. Und wir bekommen ein 0 zurück, sobald wir den Taster drücken. Wie beheben wir das Problem? Auch wieder ganz einfach, wir schreiben hier einfach ein Ausrufezeichen davor. Das Ausrufezeichen steht für Not, also nicht. Also das Gegenteil. Wenn wir einfach ein Nicht davor machen, dann bekommen wir einfach nicht diesen Wert, sprich den Gegenteil von diesem Wert. Wenn wir hier also ein 1 haben, macht dieses Ausrufezeichen daraus eine 0. Und wenn wir eine 0 haben, macht dieses Ausrufezeichen daraus eine 1. So, mit dieser kleinen Änderung laden wir das Ganze jetzt wieder hoch. Und dann gehen wir wieder zurück in unsere Geräte- und Druckereinstellungen, sobald das gemacht hat. Yep, Hochladen abgeschlossen. Dann gehen wir hier in unsere Geräte- und Drucker wieder. Wieder auf die Game-Controller-Einstellungen, Eigenschaften. Und wie ihr seht, jetzt ist alles aus. Wenn ich jetzt den Button drücke, dann müsste das Ganze angehen. Jawohl. So, und wenn ich den Schalter anmache, dann geht unser 13 an. Wunderbar. So. Nachdem wir dieses kleine Problem gelöst haben, würde ich mal sagen, das ist unser absoluter Basic-Code. Das ist alles, was nötig ist, um zwei Schalter-Buttons mit dem Arduino als Game-Controller an den PC anzuschließen und für den LS zu verwenden. Natürlich möchte ich euch das natürlich möchte ich euch das noch zeigen im LS. So, hier sind wir. Da ist unser Aufbau. Jetzt ist er am Computer eingesteckt. Hier sind wir im Lambda-Simulator und wir gucken jetzt einfach mal, wo wir das denn hinbelegen. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so im Bildschirm abfilme, aber ich möchte nicht ständig hin und her wechseln. Ich möchte euch ja zeigen, dass es funktioniert. Wir klicken jetzt mal auf das Licht ein und aus. Und jetzt klicke ich hier mal unseren Taster an. Und jetzt habt ihr gesehen, haben wir hier unsere 2. Und wir machen das Ganze noch auf die Hupe. Machen wir unseren Schalter. Jetzt mache ich mal unseren Schalter. Den muss man zweimal klicken. Und dann speichern wir das Ganze. So. Jetzt lädt das Spiel wieder und wir gehen jetzt hier erstmal zurück und gehen hier einfach in eine Karriere rein. Und fangen hier einfach mal eine Standardkarriere an. Wir wählen alle Mods ab. So. Ja genau, hier diesen Schalter, den muss ich jetzt zweimal, halt, Kamera auffahren. Wo ist das jetzt schrecklich gelb. Irgendwie sind die heute nicht so schnell im Reagieren, egal. Man kann jetzt hier diesen Schalter muss man zweimal drücken, weil der Landungssimulator natürlich tastengewohnt ist. Das heißt, wenn ich hier diese Taste drücke und loslasse, ne, das ist der Landungssimulator gewohnt, nicht etwas, was anbleibt und dann erst, wenn man das die Aktion wieder abbrechen will, nochmal drauf drückt. Deswegen, Schalter an sich sind im Landungssimulator für die wenigsten Sachen zu gebrauchen, weil der eben einfach für Tasten ausgelegt ist. Von daher würde ich empfehlen, eine Seitenkonsole oder sowas hauptsächlich mit Tasten zu machen, nicht mit Schalter. Wenn man die mit Schalter macht, dann kann man das ist auch im Arduino so programmieren, dass das Schalter als Taste reagiert. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich umschalte, ein kurzer Tastenbefehl an den Computer gesendet wird. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder man nimmt eben direkt Taster. So, wir gehen jetzt aber trotzdem mal in-game und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert mit unserem Licht und unserem Schalter. Und dazu möchte ich mir natürlich nicht die Grundelemente angucken und dann laufen wir jetzt einfach mal zu diesem Auto rüber und fahren hier mal ein Stückchen zurück. Ach, anmachen wäre vielleicht auch kein Fehler. So. Und dann drehen wir uns mal ein bisschen so und jetzt halte ich mal das hier so ein bisschen hier nach vorne, ne, dass ihr das sehen könnt, dass das auch alles so passt. Ich habe hier unseren Taster und wir machen jetzt einfach mal das Licht an und wieder aus. Wieder an, wieder aus. So. Ich möchte hier noch auf eine Kleinigkeit eingehen und zwar gibt es das sogenannte Button Bouncing. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den Taster runter drücke, dann geht er nicht nur an oder aus, sondern er geht immer aus, an, aus, an, aus, an und bleibt dann an, beziehungsweise an, aus, an und bleibt dann aus.
weil da in dem Taster sich ja zwei Metallplättchen befinden, die sich eben berühren und die vibrieren ein bisschen, dadurch, dass ich da eben drauf drücke. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich den Taster drücke, ist er nicht von aus direkt zu an, sondern hat immer so einen kurzen Zwischenstand. Dieser Zwischenstand ist genug, der Arduino ist schnell genug, um diesen Zwischenstand zu erkennen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier drücke, erkennt der Arduino, dass dieses Teil mehrmals an- oder ausgemacht wurde. Allerdings scheint es für den LS kein Problem zu geben. Jedes Mal, wenn ich drücke, geht das Licht entweder an oder aus. Wenn der LS jetzt ein bisschen schneller wäre, dann wäre es wahrscheinlich so, dass es manchmal passiert, dass das Licht an und sofort wird ausgehen, wenn ich drücke. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eine Funkmaus habt und die ein bisschen rumspinnt und manchmal die Taste zweimal drückt. So in etwa fühlt sich das dann an. Das kann man auch in der Software beheben, das ist aber ein bisschen umständlicher Code, den werde ich heute nicht erklären, da mache ich vielleicht noch ein extra Video dazu. Ich möchte das hier nur mal gesagt haben, es scheint kein Problem zu sein, für meine Ganzstellung ist es sowieso kein Problem, es scheint es auch hier für das Licht kein Problem zu sein, aber generell macht es vielleicht Sinn, da einen Button Debouncing reinzumachen, da gibt es auch YouTube-Videos dazu ohne Ende. Wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr euch das einmal angucken. So, jetzt machen wir aber noch zwei anderes, jetzt machen wir unseren Schalter hier an und ich muss hier die Lautstärke ein bisschen aufdrehen, dass ihr das hört. So, ich hoffe, ihr könnt das im Hintergrund hören. Die Hupe, die hupt. Ja, für die Hupe ist der Schalter jetzt ideal. Wenn der Schalter an ist, ist die Hupe an. Ne, weil der Schalter ja so ist, als würde ich jetzt hier die Taste drücken. Und wenn der Schalter aus ist, dann ist die Hupe aus. Ne, genau wie wenn ich das hier so machen würde. Aber für solche Dinge wie das Licht wäre das jetzt mit dem Schalter nichts. Wenn ich jetzt nämlich bei dem Licht den Schalter umschalten würde und ihr könnt das ja theoretisch mal ausprobieren, indem ich das hier für einen Moment umstecke. Machen wir das hier mal weg. Machen wir das hier, ich hoffe ihr könnt das sehen, beim 3 rein und den Schalter beim 2. Und jetzt sollte theoretisch das Licht angehen, wenn ich den Schalter umlege. Tut es auch, aber ihr seht, das Licht bleibt an und wenn ich jetzt den Schalter zurücklege, dann passiert nichts, das Licht ist immer noch an. Erst wenn ich den Schalter das nächste Mal ausschalte, dann geht das Licht wieder aus. Das meine ich eben, ne, jetzt muss man jedes Mal den Schalter zweimal umlegen, um eben was ein- oder auszuschalten. Weil der LS eben darauf nicht programmiert ist. Wenn ich jetzt den Taster drücke, dann ist die Hupe natürlich wieder an, solange wie ich den Taster drücke. Genauso wie das eben auch mit der Taste war. So, ich würde mal sagen, wir haben unser Basic-Anleitungs- wie auch immer Dingsda-Bumsda-Video fertig. Ich hoffe, dass diesmal alles geklappt hat. Dieses Video hat mich echt Nerven gekostet, nachdem ich so viele Teile nochmal aufnehmen musste und es alles nicht funktioniert hat. Ich hätte echt, war echt kurz davor zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das jetzt nicht mehr, ich lasse das Video einfach und baue diesen Arduino, der eigentlich für meine Gangschaltung ist, auch direkt in meine Gangschaltung ein. Aber jetzt habe ich es doch nochmal aufgenommen und ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Wie gesagt, vielleicht machen wir in Zukunft nochmal ein, zwei kleine Videos zum Thema, wie man denn jetzt einen Joystick zum Beispiel anschließt oder... Also ein Joystick ist ja nichts anderes als zwei Potentiometer, also wenn man Potentiometer anschließt oder wie man Button-Debouncing macht oder sowas oder wie ich jetzt aus diesem Schalter einen Button mache, der jedes Mal kurze Zeit angeht, wenn ich ihn umlege. Das vielleicht mal in einem anderen Video. Ich würde mal sagen, wir sind durch mit diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht hat es euch geholfen oder ein bisschen das Interesse zum Thema Arduino und Eigenbauzeugs geweckt. Wenn, dann guckt euch das auf jeden Fall mal ein bisschen an. Wie gesagt, Tutorials gibt es genug auf YouTube. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den natürlich in die Kommentare posten. Oder bei mir auf der Facebook-Seite, wenn ihr keinen Bock habt auf Kommentare schreiben. Aber natürlich, Kommentare sind mir natürlich erstmal lieber. Aber wenn ihr eine kompliziertere Frage habt oder sowas, geht natürlich auch Facebook. Jo, dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Und vielleicht sehen wir uns ja auch bei einem von meinen Let's Plays wieder, wenn ihr hier das Video durch einen ganz anderen Zusammenhang gefunden habt und nicht über meine Let's Plays. Vielleicht sehen wir uns ja bei meinen Let's Plays wieder. Ich habe auch ab und an mal ein Video zu ferngesteuerten Traktorenbasteleien mit Hilfe von Arduino hochgeladen, aber hauptsächlich mache ich auf meinem Kanal Landwirtschaftssimulator Let's Plays. Jo. Gut, genug der Eigenwerbung. Na, müsste ich sowieso nicht beimachen. Wozu denn auch, ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.